Halten wir zunächst den zentralen Gedanken oder die Aufgabe der Zahlungsbilanz fest. Die Verflechtungen mit dem Ausland zeigen. Das ist die Aufgabe der Zahlungsbilanz. Die Verflechtungen mit dem Ausland zeigen. Und hier noch ein ergänzender Hinweis, weil ich gehe mal davon aus, dass Sie den Begriff Bilanz heute nicht das erste Mal hören und wissen, dass eine normale Bilanz eines Unternehmens eine Zeitpunktbetrachtung ist zum Bilanzstichtag. Ein Foto. Am 31.12. oder wann immer der Bilanzstichtag ist, kommt jemand, macht ein Foto, Foto vom Kassebestand, Foto vom Forderungsbestand, Foto von den Verbindlichkeiten und schreibt das alles in ein T-Konto und das ist die Bilanz. Die Zahlungsbilanz, wir sind in der Volkswirtschaftslehre, nicht in der Betriebswirtschaftslehre, ist anders. Es geht um die Verflechtung mit dem Ausland über ein Jahr und nicht an einem Tag. Also, wir haben hier eine Zeitraumbetrachtung, keine Zeitpunktbetrachtung. Wir betrachten Stromgrößen, keine Punktgrößen. Wir betrachten einen Film, kein Foto. Ja, also eines der Stichworte wäre noch vielleicht ganz gut zu notieren, zum Beispiel Stromgrößen statt Punktgrößen oder Film statt Foto. Ja, dass man weiß, hier geht es zwar auch um den Begriff Bilanz, aber es ist anders zu verstehen als die Bilanz eines Unternehmens. Stromgrößen statt Punktgrößen, zeitraumbezogen statt stichtagsbezogen, Film statt Foto.